Aufgrund der Düngeverordnung und der neuen GAP nimmt die Bedeutung von Zwischenfrüchten weiter zu. Zudem erschwert die Pflanzenschutzanwendungsverordnung die Bekämpfung von Zwischenfrüchten vor der Sommerung. Aus diesem Grund haben wir uns mit verschiedenen mechanischen Verfahren zur Bearbeitung der Zwischenfruchtbestände beschäftigt. In diesem Video wollen wir Ihnen die Ergebnisse unseres Feldtags zu dem Thema präsentieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktiv angetriebenen Maschinen besser arbeiten als die passiv arbeitenden, da sie die Pflanzenwurzeln gründlicher enterden und somit das Vertrocknen der Pflanzen einleiten. Dennoch gibt es auch Unterschiede zwischen den zapfwellengetriebenen Geräten. Der Zinkenrotor schafft es als einzige Maschine, bedingt durch den großen Rotor mit entsprechend hoher Umlaufgeschwindigkeit, die Pflanzen in einem Arbeitsgang ausreichend zu bearbeiten, sodass diese absterben. Allerdings sind der Verschleiß der Zinken und der Leistungsbedarf relativ hoch. Des Weiteren ist das Schadpotenzial auf steinigen Flächen höher als bei den anderen Maschinen. Die Biofräse sollte im System mit Flachgrubber und Striegel eingesetzt werden. Damit ist ein Abtöten von Grünroggen auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen möglich. Dem Fräsgang folgt hierbei ein ca. 1 cm tieferer, ganzflächiger Grubberstrich eine Woche nach dem Fräsen und je nach Bedarf ein bis zwei Arbeitsgänge mit dem Striegel. Beim Mulcher wird nur der oberirdische Aufwuchs stark zerkleinert. Es findet kein Bodeneingriff statt. Nach dem zwei weiteren Arbeitsgängen mit Grubber und Kreiselgrubber ist der Grünroggen auch nach dem Mulchen aus aktueller Sicht ausreichend bekämpft, sodass kein erneutes Austreiben zu erwarten ist. Unter den ungünstigen Versuchsbedingungen konnten die passiv arbeitenden Maschinen Grubber, Scheibenegge und Messerwalze nicht überzeugen, da der Grünroggen schon deutlich zu groß und der Acker zu feucht war. Das Arbeitsergebnis auf einem anderen Standort mit einem kleineren Roggenbestand hätte also ganz anders aussehen können.